اوكي ان شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt keinen echten Gott, keinen, der verdient hat, dass man ihn anbetet, außer Allah Azza wa Jal, der einzige Gott, der ewige Gott, der Schöpfer aller Geschöpfe, aller Menschen und Tiere und Engeln und der Welten. Ich bezeuge, dass Allah der Allergrößte ist, der Allerschönste ist, der Allvergebende, der Allbarmherzige. Allah Azza wa Jal, der Einzige. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist sein Diener und sein Gesandter, sein Prophet, sein Botschafter auf der Erde und sein Liebling und das Vorbild für alle Muslimin auf der Erde, für alle Menschen und der beste Mensch, der je gelebt hat. Und ich sage zu euch alle zusammen erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Vortrag heute, inshallah. Vielleicht auch wieder ungewöhnlich, etwas mitten in der Woche. Aber ja, leider klappt das momentan nicht immer mit sonntags, inshallah, aber vielleicht bald wieder, ja. Und es freut mich, dass ihr inshallah jetzt hier seid, auch die, die bei mir sitzen, mashallah, im Monat Ramadan. Und Allahumma barik, viele Kinder sogar fasten in diesen ganz, ganz langen Tagen, ja, wo die Sonne so spät untergeht und die trotzdem noch so richtig stark sind, ja, mashallah. Zum Beispiel Jenna, ja, Jenna, mashallah, hat es ausgehalten, bis jetzt, Allahumma barik, zu fasten. Richtig stark, Allahumma barik. Ja, wie viele Tage hast du schon geschafft? Fast alle, außer einen Tag, oder? Oder zwei? Zwei Tage, zwei? Nein. Ja. Heute ist der dritte oder vierte Tag, den du fast hast, ne? Mashallah. Ja, sehr, sehr stark. Ja. Khadija hat auch alle Tage außer einen, ne? Weil du krank warst ein bisschen, ja. Und du hast zwei Tage nicht gefasst. Talha, mashallah. Wer bist du, Talha? Acht Jahre alt. Allahumma barik, stark. Sogar Rodina mit uns. Rodina hat einen ganzen Tag gefastet. Die ist vier Jahre alt. Subhanallah. So, vor ein paar Tagen hat mir einer geschrieben, ein erwachsener Mann, so wie ich, der hat mir gesagt, ich habe es nicht ausgehalten, ich habe mein Fasten gebrochen. Subhanallah. Und ich dachte mir, Rodina ist vier Jahre alt und die fastet einfach durch. Jenna ist sieben Jahre alt, die fastet. Ja, Alha ist acht Jahre alt und fastet. Khadija, alle. Ihr fastet auch immer, oder? Ja. Mashallah. Ja. Den ganzen Tag, aber bei Schule darf ich nicht fasten. Wenn du Schule hast, darfst du nicht den ganzen Tag fasten? Ja, fastest du dann nur einen halben Tag? Oder? Ja, oder am Wochenende fastest du? Mashallah. Stark, wie alt bist du? Sechs? Sieben. Sieben, mashallah. Allahumma barik. Allahumma barik, ja? Mashallah. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay, also. Ja, also als Kind muss man ja auch nicht. Ne? Man muss nicht den ganzen Tag fasten. Aber man kann ja schon mal trainieren, ne? Damit man es später auch einfach hat. Wenn Ramadan kommt und ihr seid größer und es ist Pflicht, dann schafft ihr das auch easy. Warum? Weil ihr habt das schon trainiert. Wenn ihr etwas trainiert, ne? Wie wenn du trainierst Fußball oder Kampfsport oder so, oder ne? irgendwelche Sportarten. Wenn du immer trainierst, dann bist du in einer Sache gut. Dann kannst du das auch. Wenn du musst, ne? Wenn du dann zur Meisterschaft musst oder wenn es echte Spiele gibt oder so, dann bist du auch stark. Wenn er gar nicht trainiert, dann auf einmal, er muss das machen, ja, der kann das doch gar nicht, ne? Dann ist er auch schwach. Und sehr, sehr schön, mashallah, ja. Und schau mal, ein Kind zum Beispiel, wenn er es nicht schafft, den ganzen Tag zu fasten oder gar nicht zu fasten, er bekommt keine Strafe von Allah. Aber wenn er fastet, kriegt er sehr viel Belohnung von Allah. Ja, das ist die Barmherzigkeit von Allah und die Gnade von Allah. Ja? Wenn du es machst, kriegst du sehr, sehr viel Belohnung. Wenn du es nicht machst,
Allah bestraft dich nicht. Ja, mashallah, tabarak, alhamdulillah. So schön ist unsere Religion, ja? Okay, inshallah. Heute reden wir wieder über eine sehr, sehr schöne Geschichte von einem oder einem Sahabi oder einer Sahabia. Wir haben die letzten Male über... Sahabia. Eine Sahabia. Ich glaube, ihr habt recht. Wir haben letztes Mal über Abu Bakr und Umar geredet. Und dann habe ich mal gedacht, dass wir mal einmal über eine Frau sprechen. Über eine Frau, eine ganz, ganz, ganz besondere Frau. Ja? Und zwar reden wir heute, inshallah, über eine der vier besten Frauen, die Allah erschaffen hat, vom Adam bis zum letzten Menschen. Ja? Eine der vier allerbesten Frauen. Vielleicht sogar die allerbeste Frau. Subhanallah. Ja? Und was denkt ihr, wer das ist? Was? Sarah. Hajar vielleicht. Sarah vielleicht. Khadija sagt Khadija vielleicht. Und Musa, was sagt Musa? Sumaya. Sumaya. Oder Asia. Asia, Sumaya. Ja. Hajar. Hajar ist nicht eine sehr, sehr. Fatima ist eine der vier besten Frauen der Welt. Richtig. Aber wir reden nicht über Fatima heute. Machst du mit der Tür zu? Nein, nicht über Sarah. Nicht über Sarah. Ja, nicht über Sarah. Also, wir reden heute, inshallah, über Khadija bint Khuwailid. Ja, Khadija radiallahu anha, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich werde mich, inshallah, ganz kurz zu halten. Weil wenn wir über Khadija richtig reden wollen, dann werden wir hier sitzen und die Leute werden schon Iftar machen und essen. Und wir sind immer noch hier in 2-3 Stunden. Ja, und deswegen machen wir, inshallah, eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, damit wir, inshallah, vielleicht in einer halben Stunde fertig sind. Okay? Inshallah. Also, Khadija, radiallahu anha, sie ist ja auch aus Mekka. Ja, sie hat auch in Mekka gelebt. Und die Leute, die in Mekka gelebt haben, weil das so eine ganz, ganz kleine Ministadt war, ne? Die meisten, die dort gelebt haben, die sind, wenn man hochgeht, also der Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater, dann sind sie wieder vereint aus derselben Familie. So, ne? Versteht ihr? Weil das so eine kleine Stadt war. Weil der hat von dem geheiratet, der hat von dem geheiratet, der hat von dem geheiratet und haben die Kinder bekommen und so. Deswegen, die war auch so in der 6. oder 7. Urgroßvater, war sie zusammen in dem, also auch mit derselben Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie war von einem ganz besonderen Stamm. Und Khadija radiallahu anha, sie war älter als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie war 15 Jahre älter als er. Ja, weil sie hat ja den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Er war 25 Jahre alt und sie war 40 Jahre alt. Ja, also sie war 15 Jahre älter. Normalerweise meistens heiraten ja ältere, also Männer, Frauen, die jünger sind. Ne? Aber muss man ja nicht. Ja? Und die meisten Menschen machen das so. Ja? Aber heutzutage ist es auch nicht mehr so, dass es immer der Fall ist, aber meistens ist das der Fall. Ne? Hm? Nee, auch nicht. Ja? Und bei Khadija radiallahu anha war das andersrum. Sie war viel, viel älter. Ja, Khadija, als sie den Propheten geheiratet hat, sie war 40 Jahre alt und er war nur 25, also er war sehr, sehr jung, viel, viel jünger. Aber und sie war schon vorher verheiratet, zweimal, ja, vorher war sie schon verheiratet und es war ihre dritte Ehe quasi, ja, und sie hatte auch schon Kinder vorher gehabt. Auf jeden Fall hatte sie, als sie Mohammed Sassim geheiratet hat, hat sie einen ganz, ganz besonderen Menschen geheiratet, ja, sie hat Mohammed Sassim geheiratet, den besten Menschen, und er hat auch eine ganz, ganz besondere Frau geheiratet, weil Khadija war eine ganz besondere Frau, ja. Auch in Quraysh, wo sie gelebt hat, in Mekka, die war eine Businessfrau, die hat so Business gemacht, ja, die hat so Sachen gekauft, aus verschiedenen Sachen, Waren gekauft, ne? Verschiedene Sachen, vielleicht Teppiche, Öle, Allahu a'lam, Waren gekauft, Sachen gekauft und hat sie dann gekauft und verkauft, sie hat Business gemacht, das war eine Businessfrau, ja, die war reich, ja, ihr ging es gut. Und dann hat sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie hat gehört, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein guter Mensch ist, dann hat sie einen anderen mit ihm geschickt nach Scham, nach Syrien, Palästina, damit sie für sie dort Sachen verkaufen und kaufen, also dass er bei ihr arbeitet. Und dann hat sie gehört, dass er ein sehr, sehr guter Mensch ist, sehr ehrlich. Ne? Der war ja noch gar kein Islam, weil Muhammad war noch gar kein Prophet. Obwohl er noch gar kein Prophet war, das heißt, da waren noch gar nicht diese Gesetze,
Du darfst nicht lügen, du darfst nicht das, du darfst nicht klauen, du sollst keinen Shit machen, du musst beten. Das gab es ja noch gar nicht, weil der Prophet war noch gar kein Prophet, ja? Und trotzdem war der Prophet aber, Mohammed, der war schon vor dem Islam so. Er hat nicht gelogen, er war ehrlich, er war ein guter Mensch, etc. Ja? Und das hat Khadija gehört und dann wollte sie ihn gerne heiraten. Ja, und normalerweise, meistens fragt eine Frau nicht, willst du mich heiraten? Ne? Sondern meistens fragt der Mann die Frau. Ne? Aber bei Khadija, Khadija wollte gerne Mohammed Sassim heiraten. Und er hat dann auch nicht Nein gesagt. Er hat sie dann geheiratet. Ja? Und dann waren sie verheiratet 15 Jahre lang. 15 Jahre lang war er noch gar kein Prophet. Erst als er 40 Jahre alt wurde, nach 15 Jahren, nachdem sie geheiratet haben, nach 15 Jahren, erst dann ist er Prophet geworden. Und da war sie schon 55. Genau. Ja, 55 Jahre alt. Und dann ist der Prophet Mohammed Sallam ist Jibril zu ihm gekommen. In der Höhle. Wer weiß, wie die Höhle heißt? Gharu. Richtig. Gharu Hira. Jazakallahu khairan. Ja? Gharu Hira. Und der Prophet Mohammed Sallam ist dort oft hingegangen, weil er wollte gerne über Allah nachdenken. Ja, aber er hatte noch keine Aufgaben bekommen von Allah. Er war ja noch kein Prophet. Aber er ist gerne zu dieser Höhle gegangen und hat nachgedacht über diese Schöpfung. Er hat so die Himmel angeschaut, ja, den Mond, die Sterne und das alles, wie das aufgebaut ist, dieser Himmel und die Wolken und so. Und dann hat sich gedacht, so, wer kann das alles erschaffen? Außer Allah Azza wa Jalla und so. Ja? Der hat niemals, auch vor dem Islam, der hat keine Götzen angebetet, wie die Leute so Leute so aus Stein und Lehm, die haben so Matsch genommen, haben da so aus Matsch einen Kopf gemacht oder sowas. Ein Kopf ohne Beine oder ein Kopf mit Armen oder so und ohne Körper. Und dann haben die einfach angebetet, so ein Schwachsinn, ne? Manche sogar von ihnen haben einfach, so wie Omar oder so, manche von ihnen, vor dem Islam, die haben einfach aus Datteln einen Gott gebaut. Und haben den angebetet. Und wenn er Hunger hat, hat ihn einfach gegessen, seinen eigenen Gott gegessen. Was ist das? Ja? Mit der? Das ist lustig. Wie? Das ist lustig. Das ist lustig, ne? Ja, lustig. Aber schon dumme Sachen haben die gemacht, oder? Ja. Kann man einfach einen Gott selber bauen? Und dann essen. Das heißt, dein Gott, der braucht dich, weil wenn hättest du ihn nicht gebaut, der wäre ja gar nicht da. Ja? Und dann essen. Wenn sie geboren wurde, dann war sie ja so lustig. Mhm. Genau. Richtig. Auf jeden Fall hat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sowas nicht gemacht. Ich meine, die Leute in Mekka, die haben auch an Gott geglaubt, an Allah geglaubt. Ja? Die Götzendiener, die Kuffar, die haben auch an Allah geglaubt, aber nicht nur an Allah. Deswegen ist der Islam gekommen mit was? La ilaha illallah. Ja? Wir beten keinen an außer Allah. Weil die haben gesagt, die Leute von die Kuffar, die gegen Mohammed sallallahu alaihi wa sallam waren, ganze Quraysh, seine Feinde, die ihn bekämpft haben sein Leben lang, die haben auch gesagt, wir glauben an Allah. Wir beten auch Allah an. Ja? Aber die haben nicht nur Allah angebetet, sondern auch andere. Ja? So zum Beispiel die Christen, die sagen, die glauben auch an Gott. Aber die beten auch Jesus an und den Heiligen Geist und so weiter. Ja? Das heißt, du sagst, du glaubst an Gott, aber du betest auch noch andere an. Ja? Wenn ich an Gott glaube, ich glaube nur an Gott, ich bete auch nur ihn einzig und alleine an. Okay, auf jeden Fall ist dann in dieser Nacht ist dann Jibril gekommen zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Und hat dann zu ihm gesagt, was? Was hat er zu ihm gesagt? Iqra, lies. Ja? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf jeden Fall, diese Nacht, ja, als das passiert ist und er hat Jibril gesehen, den Engel Jibril, Gabriel, er hat ihn gesehen und Jibril hat 600 Flügel, er hat ihn in seiner echten Schöpfung gesehen, wie der aussieht. Ja? Und der macht ja den ganzen Himmel voll. Der ist ja riesig. Jibril alaihi ist riesig. Ja? Wenn er einen Flügel öffnet, der bedeckt das ganze Horizont. Du kannst gar nichts mehr sehen. Subhanallah. Ja, riesig. Das ist einer der gewaltigsten oder der größte, gewaltigste Engel von Allah. Okay? Und als er das gesehen hat, er war geschockt, er hat Angst bekommen. Er hat ja noch nie sowas gesehen. Stell dir mal vor, du siehst einen Engel. Ja? Eine ganz andere Kreatur, hat man noch nie gesehen. Und wir denken, Engel sehen immer so aus, so wie wir das manchmal sehen in Comic oder ne? Auf so Bildern. Ein Engel, keine Ahnung, mit so zwei Flügeln. Sieht aus. Ja, wer hat ja gesagt, dass sie so aussehen? Wir wissen nicht, wie die aussehen. Ja, die haben Flügel. Manche Engel haben zwei Flügel, manche haben drei Flügel, manche haben vier Flügel, manche haben 600 Flügel. Ja, wie fliegt man mit drei Flügeln? Allah weiß man nicht. Aber Allah macht das, wie er will. Weil Allah ist allmächtig, der macht, was er will. Ja,
Und Jibril a.s. hat 600 Flügel, ja? 600 Flügel. Und dann war Muhammad a.s., als er das erfahren hat, diese Situation war sehr beängstigend, ne? Weil er hat noch nie sowas gesehen. Dann ging er zurück zu Khadija radiallahu anha und dann hat er zu ihr gesagt, Semminuni, bedeck mich, er hat gefroren, gezittert, ne? Und er hatte auch ein bisschen Angst gehabt, weil das war jetzt nicht normal, dass ein Engel zu ihm kommt, ein riesiger Engel mit ihm redet. Auf jeden Fall hatte Khadija, da kann man auch sehen, wie schlau sie war. Sie war eine richtig, richtig schlaue Frau und richtig gute Frau. Sie hat zu ihm gesagt, Wallahi, Allah wird dir nichts passieren lassen. Ja? Brauchst keine Sorgen zu machen, Mohammed. Ja? Er sagte, Wallahi, die hat sogar darauf geschworen. Warum? Weil sie hat gesagt, guck mal, Wallahi, dir wird nichts passieren, brauchst keine Sorgen. Beruhig dich, alles ist in Ordnung. Allah wird nichts passieren lassen, was dir schadet. Weil du bist großzügig zu Gästen. Wenn du Gäste hast, du bist großzügig zu ihnen. Du bist gut zu deinen Nachbarn. Du hilfst den Menschen. Ja, du bist ein guter Mensch. Jemand, der so gut ist wie du, Allah wird ihn nicht Schaden erleiden lassen. Okay? Oder allgemein leiden lassen. Und sie hat ihn dann motiviert und beruhigt. Ja? Und das ist auch diesen Eigenschaften von einer guten Ehefrau. Und wenn wir reden wollen über Khadija radiallahu anha, so was sie speziell macht, was sie ganz besonders macht, so gibt es sehr, sehr, sehr viele Sachen. Aber wir werden dann schon nur ein paar erwähnen. Ja? Einmal von den schönsten Sachen zum Beispiel, die sie hatte, ist, dass einmal Jibril a.s. gekommen ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zu ihm, oh Muhammad, Allah hat mich geschickt. Ja? Wen geschickt? Jibril. Manchmal hat er auch andere Engel geschickt, aber er hat Jibril geschickt, den gewaltigsten Engel. Und er sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Muhammad, Allah hat mich geschickt, du sollst zu Khadija gehen. Du sollst zu Khadija gehen und du sollst ihr sagen, Allah Azza wa Jal bestellt dir schöne Grüße. Ja, bestellt Grüße von Allah Azza wa Jal zu Khadija. Ja, sag ihr, dass Allah sie grüßt und bestell ihr auch Grüße von mir, von Jibril. Und sag ihr, dass Allah für sie ein Haus vorbereitet hat, ein Palast im Paradies aus Perlen. Ja, ein Palast extra für sie aus Perlen, nicht wie die anderen Häuser im Paradies. Alle Häuser im Paradies sehen wunderschön aus, weil Allah hat sie gebaut als Geschenk für die Gläubigen. Ja, Allah hat diese Häuser geschenkt für die Gläubigen im Paradies, deswegen sehen sie alle wunderschön aus. Und alle Häuser, die ihr kennt hier auf dieser Erde, ja, die man manchmal vielleicht im Fernsehen oder im Internet sieht, so richtig große Villen und Paläste von irgendeinem König oder so, so sehen die Häuser nicht im Paradies aus. Nicht so. Die Häuser im Paradies sehen ganz, ganz anders aus. Ja? Und das Haus von Khadija radiallahu anha ist nochmal speziell anders. Eine extra Anfertigung für Khadija radiallahu anha. Ja? Jibril sagte zu ihm, O Muhammad, Allah sagt dir, du sollst Khadija schöne Grüße bestellen von Allah. Stellt euch mal. Stellt euch mal vor, man bekommt schöne Grüße von ganz, ganz besonderen Menschen. Ja? Ja? Stellt euch mal vor, der Prophet Muhammad oder Abu Bakr oder Umar, so richtig die besten Menschen oder Propheten, Musa a.s., Isa, Nuh a.s. Stellt euch mal vor, diese Propheten bestellen euch schöne Grüße. Ja, was wäre das für eine Ehre? Wie schön wäre das? Ja? Aber stellt euch mal hier vor, wie Khadija radiallahu anha, was für einen Stellenwert sie bei Allah hat. Ja? Dass Allah azza wa jal Jibril extra schickt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er ihr schöne Grüße bestellt. Von Allah azza wa jal. Ja? Und dann sagt er, bestell Khadija schöne Grüße. Von Allah und von mir, von Jibril auch schöne Grüße. Und sag ihr, Allah hat für sie extra ein Haus gebaut aus Perlen und dann hat er eine bestimmte Beschreibung dazu gegeben. Ja? Das ist zum Beispiel eine Sache, die uns zeigt,
was Khadija radiallahu anha für einen was sie für einen Stellenwert hat bei Allah subhanahu wa ta'ala und bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bei Jibril und bei den Engeln und bei den Gläubigen. Ja, daran sieht man, was für einen Stellenwert sie hat. Und dann hat er noch beschrieben, dass dieses Haus, was Allah für sie gebaut hat, ja, dieser Palast, es ist ein Palast, wo man nicht müde wird und wo man nicht traurig oder sauer oder langweilig oder irgendwas Negatives. Warum? Weil das eine Belohnung ist für sie, weil sie genauso war zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ihrem ganzen Leben, ja, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ganze Ehe, die sie gehabt haben, so viele Jahre, sie hat nicht ein einziges Mal den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauer gemacht. Subhanallah. Ja. Sie hat ihm immer geholfen. Sie war die erste Frau, die den Islam angenommen hat. Und sie hat ihm geholfen, weil sie war auch eine reiche Frau, ja, eine Geschäftsfrau. Sie hat ihm geholfen und sie hat ihn nicht ein einziges Mal wütend gemacht oder traurig gemacht. Ja? Die hat ihn immer glücklich gemacht, immer. Und deswegen hat Allah für sie als Belohnung das Gleiche gegeben. Ein Haus, ein Paradies, wo sie niemals, niemals, keine einzige Sekunde traurig sein kann. Oder langweilig ist oder sonst was. Eine spezielle Anfertigung für sie als Belohnung für das, was sie gemacht hat. Und wie sie war zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch eine andere Sache, die speziell ist bei Khadija, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er mit ihr verheiratet war, ja, er hat keine andere Frau geheiratet. Er war immer nur mit ihr, bis sie gestorben ist. Erst als sie gestorben ist, hat er alle anderen Frauen geheiratet. Ja? Aber als er mit ihr war, war er nur mit ihr alleine. Ja? Als sie gestorben ist, hat Aisha und Sauda radiallahu anhunna zusammen geheiratet, direkt an einem Tag. Ja? Und Aisha radiallahu anhunna war sehr, sehr jung. Und Sauda war sehr, sehr alt, war ja fast 80 Jahre alt. Ja, eine ganz alte Frau. Ja? Subhanallah. Und, wo ist das? Eine Motte? War das eine Motte? Okay, ala kulli hal. Ja, und eine andere Sache, die noch sehr, sehr schön ist bei Khadija radiallahu anha, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam alle Kinder, die er hatte, hat er von Khadija bekommen. Außer ein Kind. Außer ein Kind. Wer das weiß, welches Kind ist nicht von Khadija, von allen Kindern. Derjenige, der das weiß, der bekommt von mir ein richtig fettes Geschenk. Jetzt. Direkt. Der Prophet Muhammad hatte doch kein Kind mit dem Namen. Adam. Sag mal alle Namen von den Kindern. Sag mal alle Namen von den Kindern. Musa? Ibrahim ist richtig. Mashallah. Musa, das war richtig. Ja? Ibrahim war nicht der Sohn von Khadija. Alle anderen Kinder. Ja, alle anderen Kinder, Abdullah, Qasim, Fatima, Kulthum, nicht Yusuf, Kulthum, wer noch? Ja, Ruqayya, die waren alle von Khadija radiallahu anha. Alle Kinder waren von Khadija, außer Ibrahim. Ja, und das ist auch ein achso, ich muss dir das Geschenk geben. Das Geschenk ist, Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ja, also Jazakallahu khairan ist ein richtig, richtig fettes Geschenk. Wisst ihr das? Wir sagen das immer nur so locker, ne? Aber Jazakallahu khairan, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der etwas Gutes für euch macht, dann sagt ihm Jazakallahu khairan, dann habt ihr mehr, also das ist einer der besten Wettgebete, die man machen kann und ein richtig, richtig großes Geschenk, ja? Wenn man ein Geschenk geben will, wenn du einem sagst, Jazakallahu khairan, richtig großes Geschenk. Weil es ein Bittgebet ist, dass Allah dir Gutes gibt. Und wenn Allah dir Gutes gibt, dann ist es vorbei. Ja, das kann man nicht toppen. Also, ja, wo war ich stehen geblieben? Doch, alle Kinder waren von Khadija radiallahu anha. Und Khadija radiallahu anha auch hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sie so sehr geliebt, ja, so sehr geliebt,
dass er sogar nach ihrem Tod, nachdem sie schon gestorben ist, und er hat andere Frauen geheiratet, ne? Der hat sie immer, hat immer über sie geredet, immer sie gelobt, immer, der hat sogar, Subhanallah, ich glaube, jetzt kann man mich nicht mehr hören. Ich glaube, jetzt kann man mich nicht mehr hören. Kann man mich noch hören? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich habe das leider vergessen auszuschalten. Jetzt habe ich einen Anruf bekommen und irgendwie war das schon einige Male, dass man mich danach nicht mehr hören konnte. Könnt ihr mich hören? Instagram? Okay, das dauert ein bisschen. Oh, man kann uns noch hören. Alhamdulillah. Okay, super, super. Also, ja, und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer über Khadija geredet. Und Aisha, obwohl sie so jung war, und der Prophet hat sie am meisten geliebt von allen Frauen, ja, sie war immer eifersüchtig auf Khadija, obwohl Khadija schon tot war. Warum? Weil der Prophet hat immer über sie geredet. Er hat immer über sie geredet, immer sie erwähnt, obwohl sie schon lange gestorben ist. Ja? Das zeigt auch den Stellenwert, ja, was sie für einen Platz hat im Herzen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, dass er sie geliebt hat und so sehr geliebt hat, auch nach ihrem Tod. Wisst ihr, was er sogar gemacht hat? Manchmal hat er einfach ein Schaf geschlachtet oder wenn er etwas hatte, so Fleisch oder was zu essen, der hat dann gesagt, alle Leute, die mit Khadija befreundet waren, ihre Freundinnen, hat er gesagt, schickt zu ihnen nach Hause allen dieses Geschenk. Ja, subhanallah. Ja, weil er sie so gemocht hat, sogar ihre Freunde hat er nicht vergessen. Sogar ihre Freunde, obwohl sie schon tot war, wenn er Sachen verschenken wollte, hat er extra den Freunden von Khadija Sachen geschenkt. Ja, radiallahu anha. Und manchmal war das so, dass er so oft über Khadija geredet hat, dass Aisha eifersüchtig geworden ist und sauer geworden ist. Dann hat sie gesagt, ja, immer redest du über sie. Allah hat dir doch was Besseres gegeben als Khadija. Sie meinte sich selber, ne? Allah hat dir doch was Besseres gegeben. Wisst ihr, was er gesagt hat? Der hat sie verteidigt, Khadija verteidigt, obwohl die Tote gesagt hat, Wallahi, nein, Allah hat mir nicht was Besseres gegeben. Ja? Sie hat an mich geglaubt, als alle mich verleugnet haben. Als er gesagt hat, Johann, du bist kein Prophet, du bist ein Lügner und so. Sie hat geglaubt. Sie hat mir geholfen, als alle mich boykottiert haben und ich kein Geld mehr hatte und so. Sie hat mir geholfen. Und Allah hat mir Kinder gegeben mit ihr. Ja? Deswegen, nein, Wallahi, Allah hat mir nicht was Besseres gegeben. Ja? Obwohl er hat Aisha sehr viel geliebt. Einmal kamen Sahaba. Die Sahaba, die haben immer gedacht, der Prophet liebt sie am meisten, ne? Weil er zu jedem so nett war und so viel Zeit mit jedem verbracht hat. Und so, jeder hat gedacht, er liebt ihn am meisten. Und einer, der dachte, boah, der liebt mich am meisten, ich will das den anderen zeigen. Dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und sagt, oh, Gesandter Allahs, wen liebst du am meisten? Der sagt du, ne? Dann hat er was gesagt? Er sagt, ich liebe Aisha am meisten. Und dann hat er gedacht, ach so, nein, das meine ich doch nicht. Ich meine nicht von den Frauen, von den Männern. Und dann hat er gesagt, jetzt sagt er du, ne? Sagt er, ihr Vater, Abu Bakr. Dann hat er, oh nein. Hat er, okay, dann, und danach? Sagt er, Omar. Der dachte wieder, er sagt jetzt, du bist das. Ja, der hat alle so gut behandelt, dass sie alle gedacht haben, er liebt die am meisten. Subhanallah, weil der so großzügig und so nett war zu allen. Ja. Auf jeden Fall, Subhanallah, ja, schaut, und er hat Aisha am meisten geliebt. Von allen, die gelebt haben, von den Sahaba und so, der hat Aisha am meisten geliebt. Aber trotzdem hat er gesagt, nein, Allah hat mir nicht was Besseres gegeben. Khadija war das Beste, was Allah mir gegeben hat. Ja, subhanallah. Der hat sie sehr, sehr geliebt. Und Khadija radiallahu anha hat sehr, sehr viele Vorzüglichkeiten. Ja, sehr, sehr viele schöne Sachen, die man über sie sagen kann. Aber ich denke, inshallah, wir machen jetzt hier Schluss. Wir sind schon, wie lange sind wir schon? 28 genau. Minuten, halbe Stunde. Ich habe euch gesagt, inshallah, ich mache nicht so lange. Und ich muss nämlich auch zur Moschee beten. Ja, und wie lange bist du noch bis Iftar? Anderthalb Stunden, ja? Schaffst du, inshallah. Könnt ihr inshallah? Eine Stunde und halb. Eine Stunde und 30 Minuten. Anderthalb. Ja, anderthalb. Okay, inshallah könnt ihr ein bisschen spielen, dann schafft ihr das inshallah. Am Trampolin. Ja, könnt ihr ein bisschen spielen, dann schafft ihr das. Okay, inshallah. Und Khadija war die Erste, weil Allah sagt über die Frauen des Propheten. Wie werden die Frauen des Propheten genannt im Koran? Radiallahu anhu. Wie werden sie genannt? Wer kann mir das sagen? Wer kann mir das sagen, der kriegt ein anderes Geschenk. Ein kleines Geschenk. Marshmallows. Was? Die Marshmallows sind da oben. Ja, Watermelon. Wassermelone. Wassermelone.
Was haben wir noch im Marshmallow? Und die, die da sind? Die, die im Internet sind, ja, die kriegen das andere Geschenk, das große Geschenk. Wie werden die Frauen des Propheten genannt im Koran? Radiallahu anhunna. Okay, das heißt ja, Allah, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ja? Okay, Truth over Falsehood, ja? Bist du erwachsen oder ein Kind? Ja, radiallahu anha, radiallahu anhum, sagt man zu Sahaba. Nicht fuschen, Khadija. Auch nicht ganz 100%, aber ja. Okay, inshallah. Also jemand hat es geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein und Khadija hat es gelesen. Schön abgelesen. Okay, kriegst du ein Marshmallow. Du kriegst auch ein Marshmallow, weil du Marshmallow bist. Jeder kommt. Ich kann nicht fasten, Ellie. Ja, ihr kriegt das nach Maghrib natürlich. Okay, nach Maghrib, inshallah. Okay, inshallah. Machen wir inshallah jetzt hier Schluss. Das waren inshallah nur ein paar ganz, ganz kurze Informationen über Khadija. Natürlich, es gibt sehr, sehr viele schöne Hadithe über Khadija. Aber inshallah, reicht das. Wir haben immer Nasheed gesungen. Wollt ihr Nasheed singen? Nein. Nein? Okay, wollt ihr lieber spielen gehen? Ja. Der Kollege hat schon angefangen zu spielen. Okay, yalla, dann wünsche ich euch alles Gute, inshallah. Jazakum Allah khairan. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.